Könnt ihr das sehen? Und das sind keine Mücken. Nein, es ist Staub. Dann kam auch auf der die Frage, ja, was ist eigentlich mit Firma Scharmüller? Ja, das wissen wir selber nicht, was mit Firma Scharmüller ist. Ich kann nur sagen, der Trecker, der klappert und ah. Ja, sicher klappert der Trecker, Leute. Er hat 16.000 Stunden. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Die Werkstatt ist leer. Es steht einfach nichts drin in dieser Werkstatt. Und ich hatte genau diesen Satz, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, gerade erst gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden her, nämlich gestern. Aber folgende Situation. Man kann es hier sehen. Gestern war ich unterwegs und zwar mit dem 724 von meinem Nachbarn und dem 5-Star-Lemken-Flug und habe dann nach der Arbeit für ihn weitergeflügt. Er hat angefangen und zwar haben wir ja im Herbst nach der Rübe, wollten wir ja gerne noch ein bisschen Weizen sehen und haben ja angefangen und haben dann abgebrochen, weil es zu nass wurde und dann konnte man ja nie wieder aufs Feld, dann war ja alles vorbei. So, und da soll natürlich noch was gesät werden und die Entscheidung ist dann auf Winterweizen gefallen. Nein, das ist Quatsch, auf Sommerweizen gefallen. Einfach aus dem Grund, weil dort ein bisschen Ackerfuchsschwanzdruck ist und um da ein bisschen gegen anzuwirken, ist das eigentlich ganz sinnvoll, wenn man dann Weizen nimmt. Macht man nicht so gerne, weil es ist, ich habe es schon mal erzählt, von den Sommerkulturen ist man ja nicht umsonst weggegangen. Ne? Man ist da weggegangen, weil es einfach geldtechnisch schwer darzustellen ist. Und wenn du dann auch noch jetzt so siehst, wie schlecht die Preise sind, und du dann auch im Vorwege weißt, dass du weniger erntest, weil es einfach so ist, dann ist es natürlich immer so eine Sache. Ne? Also Sommergetreide ist immer schön und toll, aber ist nicht die Weisheit, muss man eben ganz klar sagen. So, aber liegen lassen ist auch keine Option, also soll da Weizen rein und deswegen angefangen zu pflügen und ich bin dann nach der Arbeit hin und habe dann weitergepflügt. Hatte dann noch eine schöne, hab dann natürlich, wie ich da hingefahren bin, gefilmt, ja klar, hab das erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Hab dann am Packer, den Packerarm noch, der ist ja so ungefähr so schräg und der musste so ein bisschen mehr so, weil der Packerarm, der ging immer gegen die Felge vom Trecker oder gegen den Reifen und wurde dann immer so weggeknallt und das ist ja auch doof. Und dann habe ich dann noch eine Schraube getauscht, das habe ich auch ganz schön gefilmt. Und dann wurde es langsam dunkel und dann habe ich mir überlegt, ach Mensch, hier hast du ja die Drohne mit. Machst du noch ein paar Aufnahmen im Dunkeln mit der Drohne? Ja, das war ja auch eine super Idee, bis ich festgestellt habe, ach verdammt, ich habe gar keine Speicherkarte dabei für die Drohne. Ja, kein Problem, hast du eine Speicherkarte in der GoPro, nimmst die aus der GoPro, packst die in die Drohne und fliegst los. So, dann habe ich meine Szenen geflogen, alles gut, hat wunderbar funktioniert. Dann wollte ich dann mit euch die letzten Meter noch machen und habe die Karte wieder in die GoPro gesteckt und habe dann die letzten Szenen gefilmt. Soweit, so gut. Ich sichere täglich die Aufnahmen und ich schneide auch immer ein bisschen was. Beim Aufnahmen sichern ist mir dann aufgefallen, dass die Aufnahmen, die ich mit der GoPro gemacht habe, bevor ich die Karte in die Drohne gesteckt habe, dass die Aufnahmen, puff, weg sind. Die GoPro hat im Grunde genommen die Karte irgendwie formatiert, sage ich jetzt einfach mal. Hat dann ihre Aufnahmen darauf gepackt und als ich es dann andersrum gemacht habe, hat es dann funktioniert. Ne? Somit sind die Aufnahmen verloren, sehen wir nicht. Also müsst ihr mit mir vorlieb nehmen, hier in dieser leeren Werkstatt, mit meinem dreckigen Zampel. Ja, man kann sehen, ein bisschen staubig, also es war alles gut. Und die Endszenen sozusagen, wie ich Feierabend mache, die sind auch da. Die können wir uns gleich angucken. Aber den Werdegang wollte ich ja euch dann doch schon gerne erzählen. Ne? Deswegen sind wir soweit durch und wir holen uns mal was hier in die Werkstatt. Und währenddessen guckt ihr euch an, die Endszenen
Und nein, wir machen es andersrum. Ist ja klar, muss ja auch. Ist ja auch genau so passiert. Ihr guckt euch erstmal die Drohnenaufnahmen an vom Flügen. Und danach gibt es im Grunde genommen das Abmoderieren beziehungsweise die Endszene beim Flügen. Und dann sehen wir uns hier in der Werkstatt wieder. Da holen wir was Neues rein oder was anderes rein. Und dann machen wir hier in der Werkstatt weiter. Dann haben wir die richtige Reihenfolge, ne? Also, bis gleich. In Deutschland, ne? Wir touren auf der Spur von der Verlademaus, ne? Ist nicht ganz eben geworden, das müssen wir mit dem Grubber noch ein bisschen schlichten, aber was soll's. Aber wir sehen dieses Phänomen hier, ne? Könnt ihr das sehen? Und das sind keine Mücken. Nein, es ist Staub. Ja, man will sich das nicht schön reden, aber zumindest ist es hier angegraut. Hätte man eine Winterfurche hingekriegt, wäre das vielleicht auch eine Idee gewesen, ne? Aber naja, was willst du machen? So, hier ist die Ecke ein bisschen doll. Also ich bin gerade beim Vorgewende, ne? Die Ecke ist ein bisschen doll, da kann man die ersten zwei Runden kann man die durchfahren und danach setze ich lieber zurück, weil Flug um die Ecke ziehen ist alles nur nicht gut, ne? Muss man ganz klar so sagen. Aber ich denke mal, halb zehn, ja, mal gucken, Prognose. Kurz nach 10, da ist ja schon das Geflüchte, aber man wundert sich dann doch und dann fährst du lieber einmal mehr, damit das nicht so poltert und ja, mal gucken. Aber wir kommen der Sache näher. Das soll hier heute noch rum, ne? Den Flug wollen wir mitnehmen, dann kann der Bauer morgen den Packer holen und dann kann man warten, bis das abgetrocknet ist, ein bisschen mit dem Grubber und wenn das durch ist und das wieder ein bisschen abgetrocknet ist, oh, man hat ja Hoffnung. Dann mit der Seemaschine. Licht ist gleich Licht ist Licht und deswegen kann man auch gut arbeiten, weil man Licht hat. Was noch so ein bisschen traurig aussieht, ist das da, ne? Naja, wir arbeiten dran. Manchmal passt auch mal was, ne? 22.04 Uhr, ich sagte kurz nach 10, passt. Letzte war lang hier oben, Oberlenker ganz kurz. Und dann machen wir die Rille noch ein bisschen dicht. Und hier auf der Ecke sieht man da das Verkehrsschild, da komme ich raus. Da liegt auch meine Warntafel. Ihr habt das Ganze vorhin gestartet, ne? Richtig gut. Siehst du wohl. Dann haben wir das doch auch schon mal erledigt. Ich bin begeistert. Können wir jetzt die Warntafel anbauen und ab nach Hause.
600er steht in der Werkstatt. Die eine oder andere Frage war, wie hoch ist denn eigentlich der Schlitten? Das ist jetzt, Unterkante hier sind so 97,5. Allerdings geht das da ganze Ding, weil da noch Farbe dran ist, kriege ich den, das gebrauchte Zugmaul da gar nicht rein. Sind nochmal irgendwo 4,5 cm, wie das Ganze noch tiefer muss. So, das heißt also, sagen wir mal 97,5, irgendwo so 93, ne? 93 ist Unterkante Schlitten. Bei. Jetzt geht's ja los, ne? Wir haben hier nicht die größte Bereifung, sondern er hat ja 580 70 R38. Größte Standardbereifung wäre ja 650 65 38. Wobei ich glaube, dass die sich in der Höhe nicht viel tun. Ne? Wir müssen mal gucken, wir werden ja nachher noch ein bisschen größer. Wir wollen auf 710. Das sehen wir dann aber, wie das passt. Das war nämlich gerne nochmal eine Frage. Und dann kam auch auf der die Frage, ja, was ist eigentlich mit Firma Scharmüller? Ja, das wissen wir selber nicht, was mit Firma Scharmüller ist. Ich kann nur sagen, ich hatte jetzt wieder in der Gruppe einen, der hat den Schlitten angebaut und wieder hat der Schlitten nicht gepasst und er musste da dran rumfeilen. Und ich kann auch sagen, wie es ist. Ich habe hier seinerzeit aber Scharmüller angerufen und da hieß es, ja, das haben wir nicht gewusst. Und jetzt habe ich aber von mehreren gehört, die auch bei Scharmüller angerufen haben mit diesem Problem und die bei Scharmüller haben gesagt, ja, müssen sie mit Bordmitteln irgendwie hinfuschen. So, hinfuschen hat wohl keiner gesagt, sondern irgendwie zurechtschleifen. So, und dann frage ich mich, ja, aber ihr habt es doch gewusst. Wenn ihr es gewusst habt, warum habt ihr es ja nicht geändert? Und jetzt haben wir das angesprochen und irgendwie weiß keiner was so richtig. Es hätte ja eine Rückmeldung geben können, Mensch, hier, vielen Dank nochmal und wir haben das jetzt geändert oder so. Da kam, ja, das läuft wohl jetzt, oder also es war so schwammige Aussage, so richtig eine konkrete Aussage war da nicht und das finden wir persönlich ein bisschen sehr schade und ich habe auch immer noch keine Aussage dazu, was ich jetzt mit dem Bock machen soll, den ich ja jetzt quasi beschliffen habe, der ja nicht mehr, es ist ein geprüftes Teil, nicht mehr straßenverkehrstauglich ist. Wie soll ich da vorgehen? Also, das nochmal an Firma Scharmüller die Frage, wie gehe ich jetzt mit diesem Bock um, den ich quasi aus der Straßenverkehrsordnung entnommen habe? Was muss ich damit tun? Kriegt da einen Schein, steht irgendwo drauf, kann durch Handarbeit angepasst werden und ist trotzdem noch genormt oder was passiert damit? Das wäre noch so meine Frage. Ich glaube, wir stellen die auch nochmal auf Instagram die Frage an Firma Scharmüller. Falls das Video keiner sieht, dann glaube ich, könnte das vielleicht sein, dass ihr das Video seht. Ne? Also das ist nicht bös gemeint, sondern es geht einfach darum, dass die Kommunikation vielleicht doch ein bisschen hakt, wenn man das so hört, dass darauf aufmerksam gemacht wurde und nichts passiert ist. Und wir haben auch keine Rückmeldung gekriegt. Und wir sind die, die die ganze Zeit von euch gefragt werden, was damit los ist, können auch keine Antwort geben. Also geben wir die Frage natürlich an Scharmüller weiter und würden uns natürlich freuen, wenn da eine Rückmeldung kommen würde. Ne? Das wäre nett. Ja, vielen Dank erstmal dafür. So viel zu dem Thema. Dass da so viel Farbe dran ist, hätte ich auch nicht gedacht, an so einem neuen Schlitten, dass ich den... Also ich habe das hier reingemacht, das Zugmaul, und das hat ja nun schon Jahre im Neuner gelaufen. Alter, ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Also da muss man anscheinend auch erstmal die Farbe aus dem Schlitten rausschleifen, damit das Zugmaul passt. Was ja eigentlich schon, also bei unserem Neuner oder Achter, brrr, fällt das so runter und hat auch ein bisschen Spiel. Aber der neue Schlitten, da hat er kein Spiel. Da muss man also erst die Farbe runterracken. Naja, was soll ich sagen? Das sei dann so. Gut, das dazu. Viele haben gesagt, und bestimmt habt ihr es beim Reinfahren auch wieder gesehen, oh, da ist ein Rücklicht kaputt. Ja, habe ich ja auch schon zweimal erzählt. Das Rücklicht ist kaputt und seht ihr, es hat ja noch nicht mal Schrauben. Wir haben den Träger jetzt hier reingefahren. Wir werden jetzt mal die Rücklichter abschrauben und dann werden wir mal neue, schöne Dinge an diesem Rücklicht verbauen. Weil, ja, es muss ja, wir müssen ja diesen Träger oder wir wollen diesen Träger ja gerne TÜV-fertig machen. Und funktionierendes Rücklicht gehört dazu. Und das Aufarbeiten von so einem ranzigen Rücklicht ist irgendwie nicht so unser. Ne? Man könnte jetzt, also man kann es sauber machen und man kann hier sicherlich die Kontakte irgendwie sauber machen und das da reinmachen. Das ist eine Möglichkeit, würde ich nie machen. Ich würde immer eine komplett neue Lampe verbauen, weil einfach das da drinnen vergammelt ist. Da ist die Zeit einfach vorangeschritten. Oder wie wir verbauen eine ganz andere Lampe. Das gucken wir uns an. Was wollen wir verbauen? Folgendes, wir wollen die Lampen abnehmen,
Dann verbauen wir. Das ist schon fast eingestaubt. Verbauen wir diese Rücklichter. Die müssten hier eigentlich irgendwie ganz gut hingehen. Haben Laufblinker und hier Rücklicht. Also nicht mit einzelnen LEDs das Rücklicht, sondern hier so ein. Wie nennt sich das denn noch? Ich mag es ja nicht so gerne mit so einzelnen LEDs. Ich mag es ja lieber. LEDs? LEDs, wenn das so ein. Weiß ich auch nicht mehr, wie es heißt. Fällt mir bestimmt noch ein hier, wenn das Licht so. Das ist dann so homogen. Das ist dann nicht so. Du siehst nicht so die einzelnen LEDs, sondern es ist ja dann so. Neo irgendwas heißt das. Egal, auf jeden Fall Rücklichter, neue. Dann, was ich ja immer wieder sage, die Dichtung hinter den Rücklichtern. Hier sieht man ja auch. Diese ist so hell und müllig schon, ne? Und die andere Seite ist auch schon brüchig. Die verbauen wir. Bestellnummer 312-9000-20020. Passt auch für 300er, 900er, 800er, 500er. Hast du nicht gesehen. Mach die dahinter. Ne? Haben wir übrigens bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ne? Kann mich noch erinnern an die Aktion. Wurden ja extra hier bei unserem ortsansässigen Händler bestellt und da dann abgeholt und dann beim Besuch uns mitgebracht. Richtig cool. Richtig cool, vielen, vielen Dank. Und dann wollen wir die Arbeitsscheinwerfer von hier oben, von dieser Stelle wegbauen und die sollen hier hin. Hier oben ist halt immer anfällig für Knickholz und. Das ist alles nicht so schön und sie sind auch weiter zurück. Die Lampe hier zum Beispiel, wenn du jetzt hier hinleuchten willst, dann mach die hier einen Schatten. Ne? Machst du das hier hin, geht das natürlich besser. Ah, das Ungeheuer arbeitet. Jetzt machst du gleich noch Knack. Theoretisch. Müsste? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der ganze Halter und die Lampe kommen ab. Nein, geben wir nicht ab. Kommt hier ins Regal. Und hier kommt das, kommt der Arbeitsscheinwerfer rauf. Um den Arbeitsscheinwerfer da anzubauen, braucht man zweierlei. Zum einen braucht man dieses Teil hier. Das ist der, wie heißt das eigentlich so schön? Halter. Ein heller Halter. Und zum anderen braucht man dieses Teil. Es gibt viele, die das hier so rauf. Die das hier so raufbauen. Vier Schrauben durch, fertig. Kann man alles machen. Ist aber nicht die Endlösung. Die Endlösung ist, man braucht das Ersatzteil Nummer 312-900-114020. So. Und dieses Teil ist passig mit diesem Teil und kommt von unten. So meine ich irgendwie. Von unten drunter, das ist eine Stütze, damit die Lampe nicht kaputt bricht. Weil, wenn du jetzt hier mit deinem schweren Scheinwerfer kommst, dann kann dir die Lampe kaputt brechen. Ne? Deswegen immer den Halter da runter und dann passt das Ganze. Ne? Das haben wir. Dann, hier ist das schon erfolgt. Das ist die neuere Schaltervariante. So sieht es hier im Ursprung aus. Wir werden uns das gleich angucken, wenn wir das auseinanderbauen. Da sind ja diese alten Flachstecker drauf. Hier Super Seal. Und dann kommen hier die neuen Stecker rein. Dann kann man die erstens schneller auseinandernehmen und zum zweiten vergammeln die auch nicht so schnell. Ne? Genau, das machen wir. Und als letzten Step werden wir diese Halter hier verwenden. Die kommen hier vorne hin. Ist, glaube ich, für die andere Seite. Ist ganz praktisch. Der kommt, also die kommen hier so hinter. Ne? Oder ist das die? Weiß ich schon gar nicht. Nö, ist die andere Seite. Und dann kommt hier ein Arbeitsscheinwerfer drauf. Ne? Und dann verschwinden die da oben, die man da sehen kann. Die kommen dann hier hin, mit dem anderen Halter natürlich, und sind dann auch weg. Wird der noch angepinselt? Weiß noch nicht, ist Edelstahl. Kann man sich noch überlegen, ob man den farblich noch anpinselt, damit das optisch ein bisschen anders aussieht. Mal gucken. Müssen wir noch mal sehen. Also das sehen wir dann. Aber erstmal geht es darum, dass wir die Lampe los und den Halter los sind. Ich will immer so ein paar Sachen immer so weg haben. Und ich denke mal, wenn wir erstmal den Halter und die Lampe los sind, dann haben wir nämlich schon mal wieder so ein paar Ersatzteile aus diesen ganzen Kisten, die wir da so haben. Wir schrauben mal ab und dann gucken wir mal, was für ein Grauen uns hinter diesen ganzen Lampen erwartet. Bevor ich das vergesse, das, was ich erzählt habe mit Original-Fendt-Nummern, sage ich euch immer ganz gerne. Und wenn das so Sachen sind, wie zum Beispiel dieses Rücklicht, oh, wo hast du das her und hin und her, haben wir noch nie gezeigt, haben wir aber schon seit ziemlich lang. Ihr nehmt euch einfach ein x-beliebiges Schnacki-Video, es ist ja so wie immer, und geht dann hier unten auf mehr.
Dann kommt hier ja alles, was man immer wissen möchte, ne? Die Amazon-Wunschliste, der Gutscheincode für das Lenksystem, unsere Homepage für unseren Shop. Dinge, die in diesem Video verwendet wurden, also stehen immer meistens oben. Generell immer ein paar Sachen drin, aber oben stehen meistens über die Sachen, die verwendet wurden. Was für ein Equipment wir verwenden, welche Maschinen wir haben, was wir arbeiten, eine E-Mail-Adresse und. Findet man alles hier. Und ganz unten, auch immer gern gefragt, welche Musik ist in dem Video verwendet worden? Ist hier auch zu sehen. Dann aber der wichtigste Punkt, den ihr jetzt neu, also den haben wir schon lange, aber den zeigen wir jetzt mal. Hier ist mein Amazon Store. Wenn ihr darauf geht, dann kommt hier der Schnackilona Store. Und da sind wir noch im Aufbau. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich das hoffentlich fertig. Dann gibt es hier nämlich den nächsten Reiter 614 LSA. Ne? Wir haben hier zum Beispiel einmal den Reiter Traktorausstattung. Da sind alle Artikel drin, die wir immer so auf dem Traktor dabei haben. Ne? Hier Saubermachtücher für die Finger, die LED Funkrückleuchten, Fettpresse, dann machen wir ja mit dem Reifendruckregelsystem, mit dem Airbooster-System die Reifen runter. Wer aber das ganze Set nicht braucht, es gibt eben auch zum Pusten dann eben nur die Variante, so ein Kupplungskopf. Es ist immer so ein Fäustling dabei, ein Abschleppseil, WD-40, Gedore, Glasreiniger ist immer gern gefragt. Diese Proxon-Kiste haben wir auf jedem Trecker dabei. Natürlich haben wir immer einen Handfeger dabei. Und alles, was uns dann, was mir noch so einfällt, schmeiße ich dann immer mit drauf. Ich erweitere diese Listen, versuche das immer regelmäßig. Ne? Dann war zum Beispiel Pflegeprodukte. Ne? War auch mal so die Frage, Mensch, was nehmt ihr denn da? Dann taucht dann natürlich auch der Scheibenreiniger wieder auf. Diese Kunststoffaufbereitung, Silikonspray, weil unsere Reifen ja mal so glänzen. Das Overtrol, Handwaschbürsten, die Kochchemie für den Innenraum, die Kochchemie für die Plastik, für die Kotflügel. Hier zum Beispiel den Tornador, wo wir den Innenraum mit sauber machen. Ne? All diese Dinge sind immer hier aufgeführt und ich habe eben auch, ne, jetzt habe ich zum Beispiel Lackieren, Kotflügel, Einreiter gemacht und dann gibt es Werkstatt- und Hallenbeleuchtung, Einreiter, auch mal für die, die es interessiert, ganz interessant. Und dann unser Makita-Schrank, auch gut, Handlampen, auch gut und dann geht's hier los, Fendt 926 TMS und 818, habe ich schon angelegt, muss ich noch weiter mit leben für dann, ne? Und so ist es eben, hier zum Beispiel sind die Rückleuchten drin, die unser Fendt hat, unser H926. Ne? Das Hufeisen, Schalterelemente, Kennzeichenbeleuchtung, diese Innenraumbeleuchtung, die wir immer an den Treckern haben. Und ich glaube, ich hatte das bei dem 818 schon ein bisschen weitergeführt, also wir nehmen schon ein bisschen weiter. Da gibt es dann eben noch normale Scheinwerfer, die da drin sind, Arbeitsscheinwerfer, LED, die Aufkleber haben wir ja tatsächlich auch verwendet. Diese Seitenleuchten, die wir immer verwenden an den Kotflügeln, war auch immer mal die Frage. Die Umrissleuchten, die wir haben, wie gesagt nochmal die Innenleuchte, CB-Funk, Radio. Also da kommen immer diese Dinge, das sind die Rückleuchten, die wir im 818 und am Zylon verwenden. Ne? Das war der Rostumwandler, das kann hier eigentlich rein theoretisch raus, gehört ja in die Malgeschichte mit rein. Und so gibt es jetzt auch einen Reiter für den 614 und in diesem Reiter kommen natürlich auch die Rückleuchten rein und alles, was man da eben bei Amazon so findet, was ich wirklich verwende, das kommt damit rein. Ne? Könnt ihr euch gerne angucken, ist halt immer unter jedem Video der Link. Ich werde den mal irgendwie nochmal hervorstechen, weiß nicht, ob ich hier nochmal Sternchen mache oder irgendwie sowas. Ich werde weiterhin immer das Aktuelle, was ich verwende, direkt darunter verlinken. Ne? Dann in dem Store aber dann immer, dass man das für die Ewigkeit hat, weil ich ja, du hast nur so und so viele Zeichen in dieser Videobeschreibung. Ich bin ja einer der wenigen, die diese Videobeschreibung eigentlich so wirklich benutzen, weil wir schreiben ja auch jedes Mal, ne, einen Text rein, wenn wir jetzt dieses Video nehmen. In diesem Blog geht's los, Hilfeleistung, ein LKW mit Schweinefutter ist von der Straße abgekommen und. Also ich erzähle da auch immer die Geschichte, was in diesem Video passiert. Ich glaube, das ist relativ einmalig. Und passe das in jedem Video an und in jedem Video versuche ich, wenn wir was verwendet haben, wenn wir natürlich nur durch die Gegend gefahren sind, dann natürlich nicht, aber wenn wir irgendwas verwendet haben, versuche ich das unten zu verlinken und auf Dauer immer für jede Maschine gemünzt, das auch zu verlinken. Und so hoffe ich, dass wir irgendwann mal alle Maschinen einfach aufgeführt haben, dann ist das für jeden total einfach ersichtlich. Ne? Das ist so der Plan dahinter. Und da schläft ganz, ganz viele Fragen, die man sonst bekommt. Ja, das sind so immer gern genommene Fragen. Ich beantworte die auch immer gerne, keine Frage. Also über Insta kommt das relativ viel oder per Mail. Mensch, dies, das, jenes. Ich habe bloß keinen Bock, jedem Video zu sagen, ja, habe ich da unten verlinkt. Nee, braucht ihr, also ich sage das gerne zwischendurch mal, damit das nicht vergessen wird. Aber von der Sachlage her
ist es so. Also ich fliege das auch, ne? Ich meine, ich habe mich jetzt ganz schön unter Druck gesetzt, weil wenn das Video jetzt rauskommt, muss der Link da sein für den Trecker. Aber das kriegen wir auch hin. Ne? Kein Problem. Aber ich versuche das immer zu pflegen und ich hoffe, dass das einfach ein paar Fragen erschlägt. Die Videoschreibung bei uns generell erschlägt eigentlich 70% aller Fragen, die wir von euch kriegen. Ungefähr. Man muss sie nur lesen. Das ist der Trick. Aber es gibt ja auch Leute, die lesen die Videobeschreibung und überlegen dann, ob sie das Video gucken oder nicht. Es gibt auch Leute, die lesen die Videobeschreibung und sagen, du hast einen Schreibfehler da drin. Also Richtig, cool. Wir wollen hier niemanden vorverurteilen. Also gar nicht, überhaupt nicht. Also jeder hat so seine Art und Weise, wie er da rangeht, unsere Videos zu gucken. Der eine guckt dies, der andere guckt das. Ist auch gern genommen, ist, oh, die Maschine ist noch gar nicht eingepflegt. Oder, was auch, war so ein kleiner Teaser war das. In der Videobeschreibung vom Livestream, vom Abholen des 926 Frosch stand der Trecker schon unten in der Videobeschreibung mit Baujahr und ab wann der bei uns zugange war. Wer schlau war, hat da unten reingeguckt und hat gesehen, weil an dem Video war das ja unser Trecker, war der da unten aufgeführt. Also Videobeschreibung belauern lohnt sich. Ach so, hier sind jetzt Stecker. Hier muss ich ja, die ja. Machen. Jetzt muss es weitergehen mit Dings. Gar nicht so einfach. Der hat hier nicht so viel Platz. Der hat das Kabel. Jetzt mache ich gleich irgendwas kaputt. Das macht nichts. Ich möchte es gar nicht abmachen. Darunter wird es alt. So. Wie wir sehen, sehen wir ja aber auch schon genau das. Das ist ja hochinteressant hier. Ne? Folgendes, es gibt diesen Kabelstrang, der ins Rücklicht geht. Da haben wir eben Blinker, Rücklicht, Bremslicht drauf. Masse. Dann haben wir immer bei diesen neueren 600ern, ich weiß gar nicht, ab wann das anfing oder ob das immer so war, haben wir immer diese Verbindung hier. Hier unten drin ist immer dieser Stecker. Und es geht darum, hier drin ist immer hier... Masse? Nee, ist immer Arbeitsscheinwerfer aufgelegt. Ne? Viele wissen es nicht, aber bis hier liegt halt immer... Hier unten drin liegt halt immer Arbeitsscheinwerfer. Und dann sehen wir hier, gut, das kann jetzt gerade frisch passiert sein, aber sehen wir hier genau das, was passiert ist. Da sind die beiden Pins abgebrochen von unseren Tastern hier. Ne, dann braucht man sich nämlich nicht wundern, wieso das nicht geht. Und da wollen wir ja die neuen Schalter verbauen. Und dann kommen hier super Seal-Stecker drauf und dann ist das alles wasserdicht und geschützt und dann funktioniert das auch wieder. Ne? Also das kann natürlich nicht funktionieren, wenn es so aussieht. Ne? Und dann haben wir natürlich eben diese Dichtung. Gut, in diesem Fall sieht sie halt auch nicht so schön aus, aber ja, sie ist halt auch nicht schön. Die ersetzen wir auch gegen eine neue. Ne? Und dann haben wir eben auch Rost. Ja, dieser Trecker muss generell irgendwann mal eine Kur kriegen, aber erstmal machen wir Technik und danach machen wir alles andere. Ne? Wir können jetzt hier in aller Ruhe alles abmachen. Und dann können wir... Ja. Das ist ganz schön schwierig. Das ist hier, können wir direkt mit so einer Schneidertechnik abmachen. Guck mal, rot ist der gleiche und einer ist braun und einer ist weiß. Grün ist senken und weiß ist heben. Zack. So, wir machen erstmal alles sauber. So, die beiden Schuldigen sind raus, ne? Bisschen mit Gewalt. Echt? Wie hast du sie rausgemacht? Ich habe versucht zu drehen. Hast mit Hammer und Meißel gehauen. Nee, mit dem Stechball. Also, aber so ähnlich. Mit dem Stechball habe ich die Muttern aufgesprengt. Ja, achso, die habe ich gerade in den Müll geschmissen. Achso, ja, da sind ja so Muttern drüber. Die habe ich aufgesprengt und fertig, ne? Die Schalter haben eh nichts mehr. Die sind für den Arsch. Können weg.
Ich muss beim Händler morgen noch vorbeifahren, die richtigen Klammern besorgen. Habe ich noch vergessen. Muss ich morgen nochmal machen. Das haben wir schon mal. Hier war ich mit der Miniflex drauf. Musste auch die Mutter abschneiden. Damit wir da irgendwie... Da ist diese Kabelführung hier hinten. Ja, kann man da so ein bisschen erkennen, die zu dem Scheinwerfer geht. Und der Scheinwerfer, der scheint nicht geleuchtet zu haben, weil da ein Masseproblem ist. Ne? Deswegen wurde hier nochmal so ein neues Kabel gelegt. Zum Scheinwerfer geht eigentlich nur eine einzelne Ader und das ist diese hier. Und dann wurde diese hier nochmal... Nee. Ach so, die ist, endet dann hier drinnen irgendwo. Nee, die geht eigentlich durch. Weiß auch nicht. Ach so, hier, diese ist es, klar. Hier wurde nochmal Masse geholt, weil man sich wundert, dass keine Masse da ist. Ja, warum ist keine Masse da? Weil der Massepunkt hier einfach nicht mehr gut ist, ne? Es erklärt sich ja vieles ganz von alleine, ne? Man hätte also, das war ja eine Idee hier mit der Masse, okay, aber der Massepunkt ist natürlich von der Sachlage her besser, ne? Ja. Wir werden das jetzt alles mal ein bisschen sauber machen. Und dann werde ich das hier mit Overtrol behandeln. Dann kann das danach trocknen und dann können die neuen Lampen dann sozusagen wieder rauf. Eben so eine Lampe bauen ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Katharina hat jetzt die beiden getauscht, hat das ganze Ding sauber gemacht. Dann haben wir noch mal mit so einem Mega-Entferner hier rote, hätte ich mal gesagt, grüne Farbe rundherum weggemacht. Das sieht man nachher nicht. Da ist nachher die Gummidichtung. Dann ist da dieser Gegenpart, dieser Originale. Ich mache jetzt nachher der Halter, der von oben drauf kommt auf die Lampe. Da kommen diese Schrauben durch. Schön gülden. Und jetzt habe ich schon angefangen, habe ich schon dreimal gemacht, schneide ich da schon mal ein Gewinde drinne vor sozusagen. Ne? Diese Schraube soll da im Endeffekt rein und dann machen wir da schon mal ein bisschen Gewinde rein, damit das alles ein bisschen leichter geht nachher, wenn man da nachher herankommt, dass das dann nicht, dass man diese ganze Schraube noch aus dem Anker holt dann. Ne? So, die sollen dann nachher rein. Zack. Weil dann ist da schon ein Gang sozusagen reingeschnitten. Ne? Und jetzt kommt noch das nächste komplizierte. Jetzt muss das ganze Ding, das wird hier, ne? Es geht ja darum, sonst würde die Lampe nur auf dem oberen Teil sein und wir wollen diesen unteren festen ja auch noch mit haben. Also muss das Ganze da so rein. Und jetzt ist der größte Trick, und den habe ich nicht raus, wie wir sozusagen hier oben wissen, wo wir die Löcher bohren müssen, damit wir da unten landen. Ne? Das ist schon ein Highlight. Und dann muss man wenn man richtig Bock hat, muss man hier unten auch noch zwei Löcher bohren. Ich meine, die kann man relativ groß bohren, dann kann man mit Scheiben arbeiten, das trifft man dann immer. Ne? Dass man das auch miteinander verbindet, weil es nützt ja nichts, wenn ich den Keil da nur reinmache. Wenn die Lampe sich nach vorne beugen will, dann kommt natürlich auch dieser ganze, wenn ich den oben fest habe, dieser ganze Halter mit. Ne? Er muss verschraubt werden, das nützt alles nichts. Ne? Ja, da so die richtigen Punkte finden. Das ist so ein echtes Geheimnis. Da habe ich auch kein Geheimrezept für. Ich war schon kurz davor zu überlegen, dass man irgendwie mit irgendwas Heißem da reingeht und das so durchzischt. So durchzischt. Ja. Im Endeffekt hilft nur Messen. Ne? Wer viel misst, misst, misst. Aber es ist die einzige Chance, um das hinzukriegen. Das ist erstmal so ein bisschen Fummelarbeit. Aber ja, ich glaube, ich werde ganz viel messen und dann einfach bohren. Hier ist ein bisschen Dreck auf dem Tisch. Ich habe jetzt von hier oben da zu den Löchern gemessen, also den hier reingemacht, dann zu den Löchern gemessen, dann hier unten da oben gemessen und dann hier unten angezeichnet und dann mir die Löcher da reingebohrt. Ne? Das war schon ziemlich tricky. Ich habe die Schrauben jetzt hier unten noch nicht fest. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier oben das da reingesetzt kriegen und dann sollte das passig sein. Also das sind alles schon wieder so Sachen, die du in 5 Minuten mal eben nicht da so reinzimmerst. Ne? Muss denn die 4. Schraube drin? Das ist jetzt auch schon wieder 10. Ne? Wolltest du nicht heute früher zu Bett? Nö, ich bin ja jetzt wach. Ach so,
Heute Morgen war ich müde. Heute Morgen wegen gestern, oder was ist denn die Aussage? Gestern war es ja ein bisschen später. Wie konnte es passieren? So. Viermal schön. Die viermal gucken jetzt hier unten durch. Jetzt können wir hier noch einen Schlümsel nehmen. Irgendwas stimmt nicht. Jetzt. So. Das war jetzt die richtige Verbindung. Jetzt haben wir den Halter hier richtig stabil mit der Lampe verbunden und können ohne Bedenken unseren Arbeitsscheinwerfer hier oben drauf positionieren. Ne? Das ist so der Plan. Und der sitzt dann hier oben ja im Windschatten von dem Kupflügel. Da kann dann nichts mehr passieren. Ne? Jetzt geht's weiter hier. Wie gesagt, die Schalter hatte Katharina schon gemacht. Wir müssen ja hier in unserem Leben auch noch wieder ran. Deswegen machen wir natürlich nachher auch an unserem Rücklicht und überall machen wir hier Stecker. Ne? Hier ist es ja jetzt auch wieder so. Ein Stecker geht in die Lampe und der andere Stecker müssen wir hier noch ein Loch bohren, eine Gummidurchführung machen. Und dann kommt das hier drinnen. Die Masseverbindung machen wir neu. Dann kommt das hier drinnen natürlich auf das Verbindungskabel, also hier kommt ein schöner Stecker zwischen und dann auf die Masse einmal, dass der Stecker hier drin auch fest vergurgelt ist. Hier kommt ein Stecker rauf und dieses hier kriegt er jetzt auch einen Stecker. Ne? Und dann haben sie nachher alle einen Stecker und dann kann man das Rücklicht, nämlich wenn man es abbauen will, ganz einfach klack, klack, klack mit den Steckern abmachen. Kann nichts vertauschen und alles ist gut. Ne? Ich glaube, für heute haben wir genug gemacht. Morgen werden wir hier beigehen. Es wird darauf hinaus, erstmal fehlt hier der Reflektor. Hast schon gesehen, ne? Ein Reflektor weg. Da ist er dran. Fehlt ein Reflektor. Ich habe keinen. Weiß nicht, wo der ist. Wieder irgendwo in irgendeinem Schlagloch auf irgendeinem Feldweg liegen geblieben. Und dann, es gibt immer nicht viele Möglichkeiten, wird es im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass wir hier wie bei unseren anderen Schleppern, wie wir das auch schon gemacht haben, dass wir das mit Heißkleber fixieren werden. Heißkleber ist und bleibt eine Universalwaffe. Und das Problem ist, du kriegst hier, wenn man ein harter Typ ist, macht man hier eine Platte drauf. Aber die Platte, das Problem ist, dass diese Schrauben da so dicht, das kann man nicht sehen, aber die sind da so dicht an dem Draht, da kannst du keine Muttern drauf machen. Es geht einfach nicht. Und deswegen bleibt es wieder bei Heißkleber wie beim letzten Mal und beim Mal davor, also beim Achter und beim Zylon. Hat bei beiden Trägern wunderbar funktioniert, wird auch ein drittes Mal funktionieren, mache ich mir keine Sorgen. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man so ein bisschen an der Serie vorbei arbeitet. Ne? Hier ist übrigens auch ein Pfeil drauf gemalt für R. Da steht aber, ist aber L. Aber hier ist der Pfeil nach außen. Ne? Dass das Rücklicht nachher hier außen an ist und dass auch der Blinker, ich glaube, von innen nach außen geht. Ne? So hatte ich das so gedacht. Und dann, was auch wichtig ist, es steht E9 drauf und hier, was weiß der nicht, diese ganzen Prüfdinger, die man braucht, damit das auch genormt ist. Ne? Die Frage kommt immer gerne mal. Du musst darauf achten, dass dann Prüfzeichen drauf ist und dann wird alles gut. Ne? So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, dann machen wir morgen an dieser Stelle weiter. Wenn die Welt nicht untergegangen ist, wird das genau so kommen. Fadi war heute stolz mit wie Bolle. Zum einen hier, das war aber davor, aber eine Sequenz habe ich mit dem Handy gefilmt, die spiele ich jetzt kurz ein. Oh, Diggi. Tschüss. Weg ist er, ne? Weg. Uns hat der O&K wieder verlassen. Könnt ihr mal alle mal Tschüss sagen. Tschüss. Nicht verkauft. Nein, der muss arbeiten. So. Und dann musste nämlich heute, ist die Messerwalze vermietet worden. Die war heute unterwegs. Und die war ja hinten drinne. Und dann war der Neuner da noch vor. Und dann habe ich Klausi heute Morgen angerufen. Ich sage, hier. Oder habe ich eine Nachricht geschrieben, wenn er wach ist. Kann er mir ja gerne mal schreiben. Oder anrufen, hat er angerufen. Jo. Ich sage, hier, kannst du den Neuner da mal bitte rausfahren? Und dann würde ich vielleicht mit dem Sechser
die empfehlen, die Messerwalze muss da raus, die soll, will jemand heute benutzen. Hast du einen neuen Akku? Ja. Habe ich jetzt, ja. Auf jeden Fall wollte jemand die Messerwalze haben und dann sage ich, Mensch, um die da rauszuholen, kannst du ja den 600er nehmen. Ne? Ich, da blinzelte das innerlich, glaube ich. Und dann hat er nämlich hier, ich sagte, du musst ein bisschen aufpassen mit der Leitung hier, weil das ja alles so ein bisschen noch auf 7:30 hängt, nur so provisorisch, aber hier mit dem 6er das Ding rausgefahren, konnte abgeholt werden, fertig. Ne? Und dann spiele ich euch jetzt mal, wir gehen mal rüber in die Halle, spiele ich euch in der Zeit mal ein, was wir denn noch so gegen Spätnachmittag gemacht haben. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this. So sieht das hier jetzt aus. Die Treppe ist weg, ne? Habt ihr gesehen im Zeitraffer? Erst mit dem Radlader, aber das war alles nicht so richtig. Und dann habe ich ja hier wie so ein Künstler den Bagger um die Ecke dahin gezirkelt, wie ihr gesehen habt. Da die Leiter angepinkt, dann konnten wir die ganzen Schweißnähte trennen und dann haben wir die Leiter weggenommen und rausgefahren. Dann haben wir hier jetzt Platz. Jetzt ist der nächste Step, ting, 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 ting. Müssen die Steine raus, ne? Paletten sind schon da. Die Bretter mit den Nägeln haben wir auch nur irgendwie 3 Meter verschoben. Das Problem ist noch nicht weg, aber es ist schon mal woanders. So, und jetzt können wir als nächstes die Steine rausnehmen und dann kann ich mit dem Bagger anfangen abzuziehen. Dann können wir die Silierung legen. Und so, glaube ich, hier kommen wir da schon mal. Was war da denn gerade los? Hast du gegähnt oder gegähnt? Nein, habe ich gar nicht. Auf jeden Fall Steine raus und dann können wir die Silierung vorbereiten, dass wir Richtung Betonmischen kommen. Ne? Das ist so die Hoffnung. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal ist die Treppe weg, wir haben Platz und können jetzt ganz entspannt hier die Steine raushüppeln und ja. Schauen, dass wir da vorankommen. Also, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Und dann haben wir draußen noch wieder hin und her. Ach, kannst alles nicht erklären. Klausi hat hier jetzt, dem haben wir eben noch einen Baggeranhänger hingestellt mit einer Aufnahme für einen Trecker, der soll nämlich morgen Saatgetreide bei unserem Nachbarn fahren. Ne? Der fährt zum Seen und da muss dann mit dem Anhänger irgendwie müssen die Big Bags dahin und da haben wir das schon mal vorbereitet und dann kann Klausi morgen Saatgetreide fahren. Ich muss ja arbeiten. So, wir gucken mal, vielleicht machen wir noch was am 600er. Chaos! Ach, derzeit ist die Lage so, dass man irgendwie nicht so wirklich das schafft, was man schaffen will. Ich wollte mit euch zusammen schon längst das da, wieder zu einer Einheit gebracht haben. Ich habe hier noch Begrenzungsleuchten ja noch beigepackt, die sollen da ja auch noch rein. Kommen wir heute nicht zu, schaffen wir nicht. Schaffen wir, glaube ich, sogar in diesem, nein, weiß ich, schaffen wir in diesem Video nicht, wird nicht klappen. Wird also keine zusammenhängende Folge geben. Aber das ist dann halt so, es läuft einem halt immer mal die Zeit weg. Ne? So, jetzt sehen wir hier das Chaos so ein bisschen. Ne? So ein typisches Musterbeispiel. Ich komme gestern von der Arbeit, gerade so, dass ich mich umgezogen habe, steht ein Bekannter hier, die haben hier so eine Werkstatt und ja, so ein alter Rauspritzencomputer. Ne? Kann man das schon Computer nennen? Ach, wir nennen das mal Computer, der hatte ja schon so ein Display und zeigt ja so an. Und da ging die Ein- und Ausschaltung der Teilbreiten im Ganzen nicht. Das heißt also, du konntest die einzelnen Teilbreiten schalten, aber der ein Ausschalter, mit dem man alle auf einmal ein- und ausschaltet, der hat irgendwie nicht funktioniert. Dann haben wir den auseinandergenommen und da drin schon rum experimentiert und gemessen und gemacht und getan. Ja, und dann hier kommt Klausi an. Mein Nachbar hat gesät und Klausi hat ja Saat hingefahren. Der hatte dann von hier einen Anhänger, also einen Tandem-Anhänger, einen Bagger-Anhänger. Da haben wir dann vorgestern Abend zum Beispiel noch den Bagger runtergeladen und den leer gemacht, dass man da rankommt, dass man damit dann los kann. Damit er die Saat zum Feld bringen kann und all solche Sachen, die passieren dann halt und ja gut, für so eine Kleinigkeit, da machst du dann halt auch einfach die Kamera nicht an und dann waren wir, was waren wir gestern Abend? Wir waren gestern Abend schön essen. Schön essen? Ach, ich dachte, das war Erlebnis und nicht Essen. Ja, Erlebnis mit Essen. Erlebnis mit Essen. Wir waren im Le Petit Chef in Hamburg gewesen.
Ich hatte das ja schon mal gemacht gehabt in Baden-Württemberg bei der Jahresfeier von meinem Arbeitgeber. Und jetzt gab es das seit November, glaube ich, irgendwie in Hamburg. Und da habe ich Mama das zu Weihnachten geschenkt. Und da waren wir gestern den Gutschein einlösen. Ja. So, und das ist so ein Tag auch wieder rum. Und heute, was machen wir heute Schönes? Heute räumen wir hier wieder um. Heute wird hier alles wieder weggeräumt, alle Flächen leer, Teppich rein. Bestuhlung steht schon nebenan, noch die ganze Zeit, haben wir da stehen lassen. Deshalb haben wir die nämlich nicht weggeräumt. weil heute ist hier Treckerbier, ne? Froschi Treckerbier, circa 30 Leute, normale Veranstaltung, kennt man so, macht man so, ist so ein bisschen Tradition in Anführungsstrichen, wenn du was kaufst, gießt einen kleinen aus, so. Bringt vielleicht auch ein bisschen Glück dabei oder was auch immer. Und das hält einen natürlich den ganzen Tag auf. Kann euch auch nicht irgendwie den ganzen Tag mitnehmen und zeigen, wie ich hier rumräume und mache und tue. Schmeißen wir immer mal irgendwie was an. Wir werden nämlich jetzt erstmal hydraulischen Oberlenker anbauen, denn das ist ja eben auch so ein Ding zwischendurch. Messerwalze ja rausgegeben. So, die Messerwalze ist jetzt wiedergekommen. Die steht draußen, möchte ich nicht, muss wieder rein. So ein bisschen hin und her räumen. Und so spielt sich das immer alles zurecht. Und das ist immer so ganz witzig. Du hast eben gar nicht so viel Zeit, ne? Der Tag ist halt nicht so lang. Und wenn du normal arbeitest, dann ist das halt immer so, oh, und das muss noch nebenbei und dies und das und jenes. Und dann machst du noch 5 Minuten hier und 5 Minuten da und dann wunderst du dich, bist abends fertig und denkst, was hast du denn gemacht? Ja, eigentlich hast du ganz schön viel gemacht, aber so nichts. So Kleinkram halt, ja, was nicht so auffällt. Nichts, ne? Wo du denkst, oh, das hat's jetzt aber gebracht oder das war jetzt aber erfolgreich oder so, ne? Das hält dann halt so ein bisschen auf, ne? Aber das sieht keiner. Hauptsache die Wäsche steht, ist wieder. Genau, Hauptsache die Wäsche ist. Kleiderschrank, da kriegt keiner mit, was genau, man alles da, ne? Oder Hauptsache das Werkzeug, was wir hier für den Scheiß verwendet haben, liegt da wieder. Das Schlimme ist, da muss ich ja alles wieder wegräumen und beim nächsten Mal wiederholen, wenn wir da wieder bei wollen. Weil jetzt packe ich es ja erstmal weg, weil jetzt muss hier die Werkstatt leer, ne? Und das sind so diese Kleinigkeiten, die kein Mensch sieht, die aber einfach so nebenbei. Die jeder macht und bei jedem irgendwie. Genau. Das wäre charmant, wenn man nichts anderes machen würde, aber. Aber. Das ist auch langweilig. Aber, ja, langweilig weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wäre es dann manchmal vielleicht ein bisschen einfacher. Ich nehme jetzt den hydraulischen Oberlenker, weil ich weiß, dass das. Die Messerwalze steht da so ein bisschen schräg. Und die Messerwalze steht da so ein bisschen schräg und ich brauche einen Lappen. Da ist doch einer. Die Messerwalze steht ein bisschen schräg und dann ist das ein bisschen einfacher, weil, wir wissen ja alle, mit dem anderen Abbau, mit Oberlenker, schön, wenn bei diesem Trecker dann später auch mal das mit einem Knopfdruck geht, ne? Und dann passt das. Und dann kann der Trecker nämlich mit der Messerwalze hinten unter das Dach. Dann ist da nämlich das auch passig alles. Ich denke mal, das wird ganz gut. So, und das sind dann so die Aufgaben, ja, die man dann eben auch erledigen muss, die ja einfach passieren müssen. Guck mal, hier habe ich schon mit Druckluft gepustet, das war ganz gut. Da ist auch noch so ein Ding, das ist das, was mich am meisten triggert. Haben wir auch lange hier gesessen und philosophiert. Man braucht hier ein Blech. Ein richtig cooles Blech, was hier hinkommt, schön dickwandig oder ein bisschen dickwandiger. So dickwandig, dass man Ölkupplung da reinmachen kann. Ich weiß nicht, das Maß dafür. Müsste man sich mal auspaldobern. Und dann würde man ja gerne den ganzen Hintern hier bei diesem Trecker, wie gesagt, hier eine Platte. Und dann würde man ja gerne andere Ölkupplungen verwenden. Für die Lotsensing-Geschichte brauchen wir hier nachher noch mehr Platz. Die Druckluftgeschichte muss da ja noch mit hin. Das bindet ja alles so ein bisschen Platz. Cool wäre halt ein schönes Blech. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendjemanden finden, der Bock hat, auf Grundlage einer Zeichnung vielleicht so ein Blech auszulasern. Und dann, weil das ist ja jetzt alles hier lose und das muss ja irgendwo wieder eine Basis kriegen. Und ja, irgendwie so die Schiene, weil hier jetzt alles mögliche ranklüdern, das ist auch wieder alles so halbweise Praxis. Dann doch lieber ein geiles Blech, wo richtig was geht, was vernünftig ist, wo wir dann eben alles drauf festkriegen, was dann im Endeffekt das perfekte Blech in Anführungsstrichen ist, ne? Müssen wir mal gucken. So, das muss hier gleich noch ein bisschen weggebunden werden mit den Gummis. Und dann nehmen wir die Messerwalze hier ran. Vorher müssen wir aber den Neuner da rausfahren und dann den anderen Neuner drüben rausfahren und dafür dann den Neuner da reinfahren, wo der andere war, weil der Neuner Frosch soll hier nebenan stehen, damit die Leute da heute Abend drum rumlaufen können und ein bisschen fachsimpeln können und ja, dass das alles so ein bisschen aufgebaut ist. Ne? Also diese ganzen Hin- und Herrückarbeit machen wir jetzt, damit das hier heute alles so ein bisschen so einen harmonischen Verlauf kriegt, ne? So ist der Plan. Gut, so, auf geht's. Messerwalze, Träger umparken und. Oh.
herrlich, ne? War nicht ganz witzig und am letzten Video. Vorletztes weiß ich gar nicht, habe ich den Auto die Gegend gefahren. Ich dachte, ah, der Trecker, der klappert und ah. Ja, sicher klappert der Trecker, Leute. Er hat 16.000 Stunden. Da kann morgen der Motor um die Ohren fliegen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich kann so einen Trecker mit 16.000 Stunden ja nicht als Basis meines Unternehmens nehmen. So wollen wir es mal so sagen. Ne? Das funktioniert nicht. Sicherlich kannst du Glück haben, kaufst mit 16.000 Stunden Trecker und der läuft 26.000 Stunden und da ist nichts mit. Gar keine Frage. Aber eine Basis kann so ein Schlepper ja nicht sein für einen Betrieb, sag ich mal. Ne? Ich hab den, da bin ich mir sicher, der läuft und läuft und läuft. Ich hab den, da weiß ich, der bin ich mir sicher, der läuft und läuft und läuft. Und dieser hier, da bin ich mir sicher, der wird auch erstmal laufen. Und wenn wir erstmal eine Wartung durchgezogen haben, dann hören wir mal, wie er sich dann anhört. Ne? Also das ist ja eine ganz normale Geschichte. Aber man muss sich ja nichts vormachen. Es ist und bleibt ein Trecker, der halt schon Stunden gemacht hat. Und wenn er Stunden gemacht hat, dann hat er Stunden gemacht und Verschleiß angesammelt. So, und ich weiß ja auch nicht wirklich was über den Wartungszustand. Ich habe Ersatzteilpakete gekauft jetzt. Ich habe ein komplettes Wartungspaket sozusagen mit allen Filtern, allen Ölen, den ganzen Scheiß. Wir haben neue Einspritzdüsen, wir haben alles, was scheiße ist, ist klar. Wir machen so einen Scheibenwischer neu, die Kotflügel kommen neu, diese normal Standard-Dämpfergeschichten kommen neu. Das kommt einfach alles neu. Das sind aber leider ja nur optische Sachen. Die machen an der Technik gar nichts, gar nichts. So, der ganze Riementrieb kommt alles neu. Was fällt mir denn noch ein? Guck mal, das muss ich noch ordern. Das muss ich noch ordern. Da gibt es ja auch so eine Firma, die das kann, wo schon der eine oder andere Werbung für gemacht hat, wo ich gedacht habe, warum machen die eigentlich Werbung dafür? Die haben ja gar keine Berührungspunkte damit, aber das soll nicht mein Problem sein. Auf jeden Fall muss ich das Ding noch kaufen, damit wir hier dieses Tastenfeld hier auch wieder in Ordnung haben. Ne? Ja, gibt halt eine Firma, die das macht, da kannst du das kaufen. Ist ja auch schon eigentlich sauber rausgetrennt, du brauchst es eigentlich nur noch draufkleben dann. Ne? Diese hier, ja, triggert mich auch so ein bisschen, gibt das Dreifachset zu kaufen, weil das nicht so schön aussieht hier, aber das ist noch in Ordnung, ne? Das kann man noch so durchgehen lassen, aber persönlich würde ich es am liebsten neu machen, damit es ordentlich aussieht, ne? Aber das sind alles Dinge, die werden wir machen, so, und dann werden wir sehen, ob uns der Trecker Freude macht oder nicht, und er wird uns Freude machen, da mache ich mir keine Sorgen, ne? Also, ich habe ja nicht so viel Ahnung, aber durch ein Video kann ich leider nicht eine Diagnose machen, was mit dem Trecker ist oder nicht. Also das kriege ich nicht hin. Wenn jemand anders das hinkriegt, dann will ich ihm das wohl gönnen, dass er das kann, aber ich kann es nicht. Das ist einfach so. So, den stellen wir jetzt hier so ein bisschen an der Kante, weil da ist die Messerwalze, die weg muss. Da habe ich auch schon aufgemacht. Wie gesagt, der Bagger runter, das sind alles so Kleinigkeiten. Ne? Bagger runter, hin, her, tralala, alles so Sachen, die man so macht, die so gar nicht auffallen. Ne? Herrlich. Ja, es ist ein böses Funkgestell. Guck mal, jetzt sehe ich auch gerade, seht ihr, dass die Halter von der Lampe auch sehr stark angegammelt, ne? Ja, muss man mal gucken. Die müssen da erstmal durch, beziehungsweise die müssen dann, das ist ja die Mosternaufgabe, ne? Die müssen gesandstrahlt werden. Ja, da ist ein bisschen Arbeit dran. So, das Bild haben wir auch noch nicht, ne? Ja, jetzt haben wir da schon mal frei. Mit dieser Feierei kann man sich aber auch einen ganzen Tag schön machen, oder? Aber das macht doch gerade Spaß. Dieses Gesellige, wenn es das noch irgendwo gibt, dann ist das doch viel mehr wert als alles andere.
Das Ganze haben wir jetzt specialmäßig hier eingepackt. Das geht natürlich sehr gut mit dieser Kombination. Ne? Aber man muss sagen, 870 Kilo in der Nase würden den Trecker gut tun. Ne? Ich musste den Oberlenker nochmal wieder wechseln, weil hier oben, da, Kategorie 3, also Kugel 3 haben wir eigentlich ja Kategorie 3 überall. Ich wollte ja eine 2 hereinmachen, aber auch der Bolzen ist Kategorie 3. Ne? So, jetzt gucke ich nochmal einmal auf meinen, da ist mein Rüttelzähler. Gut, haben wir das auch. Das ist nur so eine Gegenpräferenz. Ne? Das Gerät wird nach Hektar abgerechnet. Der Bauer holt das, benutzt das, sagt mir, wie viel Hektar er gemacht hat und fertig. Ich gucke dann immer nochmal gegen. Ich sage jetzt mal übertrieben, 20 Stunden gearbeitet und hat nur 5 Hektar gemacht. Passt ja nicht so. Ich kenne aber die Mieter alle. Und ich kenne ja sogar die Flächen, die hier so um mich rum sind, wo die so arbeiten. Und ja, da ist dann auch eine gewisse, das ist ne, so ähnlich wie so ein Treckerbier, geben und nehmen. Und das ist so eine gewisse Vertrauensbasis, die muss da sein, dann passt das. Du kannst ja bei so einem Gerät, außer du hast ein GPS-Gerät da drauf, nicht erkennen, wie viel Hektar das Ding gemacht hat. Ne? Ich habe da ja keine Möglichkeiten. Ich kann das nur über GPS. Die Walze an sich, die dreht sich, ja klar, aber da kann ich ja nicht definieren, wie viel das ist. Außerdem, wenn ich das Gerät aushebe, dann dreht die Walze noch, während ich am Vorgewinde fahre, die ganze Zeit weiter und zählt ja noch fröhlich. Aber da wird ja gar nicht gearbeitet. Also das kann ja nicht in Relation passen. Ne? Deswegen, das beruht immer auf Vertrauen. Und da kommen Kunden und sagen, soll ich dir den Auszug geben, den ich für den Grundantrag gestellt habe? Dann weißt du das. Nee, brauchst du nicht. Sag mir, wie viel Hektar das sind, fertig. Ich hatte einen Kunden, der sagte, Mensch, hier, ich habe da ein bisschen doppelt gearbeitet. Ja, sicher, du arbeitest ja immer doppelt, wenn du nicht mit Lenksystem arbeitest und am Vorgewende und sonst wo. Sag einfach ehrlich, was du gemacht hast und fertig. Ne? Das, also, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist ja die Basis auch weg und dann hast du ja gar keinen Bock mehr. Ne? Deswegen, das passt soweit alles. Sehr zufrieden. Das waren jetzt nochmal Maisstoppel, die durchgesteckt werden mussten. Ist ein bisschen schade. Ich brauchte die Maisstoppel eigentlich noch, also ein Stück davon, zum Testen. Ich muss nochmal gucken, ob wir hier irgendwo Maisstoppel finden. Ich habe noch so einen Test. Werden wir noch sehen. Ja, Maisstoppel. Ach, irgendwo sind bestimmt noch welche. Ne? So, das haben wir. Jetzt steht der schon da. Jetzt räumen wir noch ein bisschen rum, dass da Platz für den hier in der Halle ist. Hier, dass der hier schön mittig drin steht. Machen da noch ein bisschen Beleuchtung dran, dass das heute Abend ein bisschen nett leuchtet. Und bauen dann die Werkstatt auf, dass das da schick aussieht. Und dann haben wir es ja eigentlich schon, ne? Ups, so rum. Dann haben wir es ja eigentlich schon, ne? Ne, was mich noch triggert, die Gewichte stehen da so schief. Die müssen noch mal gerade an der Wand, das mache ich gleich noch. Das ist hier. Monk! Bescheuert, aber egal. Genau, ne? So Paletten dahin, dann kann man schon mal Steine anfangen zu machen, die Nägel da rausreißen. Vielleicht, wenn ich ganz viel Lust zum Muße habe, mache ich das jetzt noch. So. Also die Steine nicht, aber die Nägel aus den Brettern, damit ich die Bretter vernünftig wegsortieren kann. Ne? Und dann muss ich allerdings von den Sachen schon wieder 3 Sachen darüber stellen, damit die Leute hier vernünftig heute Abend um den Trecker rumgehen können. Ne? Aber. Nö, gar nicht mal. Ach komm, Fahrräder, Schubkarren, fertig. Wollen ja nicht piepsig als der Papst sein, ne? Guck, Getränke stehen da auch schon. Also, alles wird gut. So, wir haben eigentlich viele andere Aufgaben, aber und wir haben an den Trecker auch noch nichts gemacht, aber eine Sache, irgendwie reizt einen das doch. Und heute kam die Post, ne? Ah. So kommt die sonst nicht? Nee, die kam heute und hat, gut, die Lampen hatte ich ja schon, die hatte ich glaube ich auch schon mal, ja, das hatte ich schon mal gezeigt. Die machen wir gleich ran und dann hier kam aber noch was, das muss da einmal rein. Das fand ich irgendwie. Das habe ich nochmal geordert. Das hat ein bisschen länger Lieferzeit. Siehste, in den Trecker. Da schmeißen wir gleich erstmal einen schönen Teppich rein. Ne? Da ist noch ein Karton weggefallen. Genau, da gibt es auch verschiedenste Varianten. Und hast du nicht gesehen, das ist jetzt die einfache Variante. Aber mit Keder. Alles gut. Aha, und dann. Das Wichtigste. Und dann nachher für die Optik, aber das können wir heute nicht installieren. Das wird lochtechnisch nicht passen, aber Turbo. Genau, kommt auch noch das Schild ran, wie sich das gehört, ne? Was machst du da schon wieder? Ja, das ist nicht das schön. Farbe? Ja. Oh. Genau, das werden wir installieren und dann kann der da drüben gleich rein. Wir müssen hier jetzt erstmal Teppich reinschmeißen. Wir müssen mal einmal auf den Boden den Teppich holen, der muss hier rein. Und dann können wir die Paare noch entsorgen und dann kann der Trecker da drüben rein. Der steht nämlich jetzt noch schön hier draußen. Ne? Wie gesagt, an dem Trecker ist noch nichts gemacht. Kam immer mal die Frage, nee, der muss hier noch einmal komplett durch die Werft, aber ist halt noch nicht. Das haben wir noch nicht geschafft. Komm, wir machen wichtige Sachen. Hier machen wir noch ein bisschen Tischdeko nachher, ne? Ja, ich habe extra Blumen gekauft. Oh, das ist gut. Haben wir auch eigentlich Tischdecke? Hast du vergessen? Letztens haben wir auch keine gehabt. Nee, da war ja auch so ein Unfall, ne? Kann man sich erinnern, ne? War ich. Ja.
Hier ist noch ein bisschen Teller, Tellertassen. Ach so, habe ich gleich gezeigt hier. Und hier ist mein Arbeitsbereich nachher, der Grill. Ja, der Grill. Und dann gehen wir erstmal raus, weil wir machen jetzt noch was ganz Wichtiges. Wir machen jetzt, wer ist schneller? Das ist unfair, ich habe die Kamera in der Hand. Ja, das macht nichts. Ich gehe nach drüben und mach die Kamera. Bist schon oben? Scheiße, passt nicht. Darf ich ja nicht sagen. So. Muss das nach vorne oder nach hinten? Weiß ich nicht. Wo machen wir das hin? Die haben ja keine Werbung von uns verdient. Wir haben so viel Werbung gemacht, aber es ist ja entscheidend, die Schraube muss nach innen, so am besten. Dann das ist aber logisch. Ich meinte den Gumminubi da. Den Gumminubi? Den habe ich nach hinten. Ich auch nach hinten, ist ja klar. Weniger Geschwindigkeit. So, den klappen wir hier hoch. So. Sehr schön. Teppich rein. Gleichzeitig war das. Ja, das war. Das war unentschieden. Das nehmen wir mal so hin. Ich fange nicht auf. Wir brauchen erstmal ein Handfeger, Freundchen. Ein Handfeger? Mhm. Gut, ich hole einen Handfeger. Hast du so viel Dreck gemacht, als du den geholt hast? Nee, du. Du Schweinchen. Du bist hier gut hingegen. Ey. Ja, klar. Also Farbe schwarz-blank. Also glänzend. Glänzend nicht so gut. Lackfarben. So, aber da hast du recht. Der Dämpfer hält ja nicht. Dafür haben wir auch schon das entsprechende Ersatzteil da. Und wir haben eigentlich auch den Schutz, der darüber kommt. Eigentlich muss man ja, wenn man da jetzt... Ich hole den mal. Das ist ja, wäre ja Quatsch. Eigentlich wollte ich ja die ungeschönte Wahrheit zeigen. Na, das ist nun mal ein gebrauchter Trecker. So, pass auf, so rum und dann da durch. Aber das ist so gefährlich. Aber das ist nicht schön, das stimmt. Dann sind die Finger dazwischen und so, wenn man den aufmacht. Man hätte hier ja auch mal jetzt mit Sprühspül arbeiten können. Ne? Ich würde es ja jetzt auch anspucken, aber die Kamera läuft ja, das ist ja auch doof. So, müssen wir ja hier irgendwo rauskommen. So, das ist doch cool. Zack. Zack. Und dann der hier. Nach oben. Ob hier noch ein Kabel? Kommt da Kabel wieder rum? Sehe ich nicht so vor mir. Nee, der ist ganz nach oben gezogen, da so rüber, genau. Aber ja, rüber geht er nicht. So. Ist aber so auf der aber so schön und so kann sich da. Der ist nun wirklich tot hier, also ist klar. Kann da keiner. Das ist besser so, da hast du recht. Aber dieses hier. Ich hätte jetzt gesagt, da macht man vielleicht noch ein Kabel, wenn darum, dass der oben bleibt. Aber das ist auf der anderen Seite so da drüben. Wir gucken mal zusammen. Ja, aber der. Wir gucken mal zusammen. So sieht es hier aus. Aber so viel Ware habe ich. Naja. Ja, aber das Ding ist, dass dieses Teil, glaube ich. Na, auch noch da oben drüber ist? Ja, das ist da, ja, das ist da oben drüber. Wir aber machen dieses hier ein Kabel, ist irgendwie darum. Anders. Das macht doch nichts. Das ist schon so und so. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das. Ausfegen, auch gut. Ist die Box da hinten? Ach, die lichtlose drin eigentlich oder ist die fest? Welche? Meine. Oh. Hast du da unten mal geguckt? Wir wollen jetzt ja nicht hier. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt den Fußboden sauber machen. Den Teppich klappen wir hoch, fertig. Den Teppich klappen wir da. Ich will die Box jetzt da nicht rausracken. Die bleibt da jetzt erstmal drin. Sounds. Brauch ja Mucke. Das Soundsystem. Partyträger. Juhu. Drin? Was heißt das? Dieses Teil nach unten. Den möchtest du nach unten haben? Ich habe den aber auch schon leicht festgezogen. Aber da ist mir nichts zu schade für. Na so ist es schöner, besser? Wenn man es abschneidet. Also ich konnte da nicht drauf. Irgendwie musste da einer drauf. So, Fußboden sauber. Kann man hier übrigens ganz gut sehen. Der Fußboden hat hier natürlich schon ein bisschen gelebt, aber da gibt es welche, die haben dann angeblich viel weniger Stunden und da ist der Fußboden weg hier. Ne? Also, puh, weiß man immer nicht. Man muss irgendwann hier mal einmal unter. Da wird ja auch so ein bisschen Dreck sein. Das muss man einmal hoch machen, einmal ein bisschen sauber machen. Vielleicht hier und da einmal mit Overtrol und dann ist das gut. Ne? Denke mal, weil diese Berge hier, das hat manchmal was damit zu bedeuten, dass da unter vielleicht sich schon mal ein bisschen Dreck gesammelt hat. Ne? So. Aber irgendwie habe ich Bock auf Teppich. Wo ist denn vorne und wo ist denn hinten? Hier ist vorne, da ist hinten.
Ja, das muss jetzt um den Sitz rum. Ist eigentlich spannend. Lass mich kurz überlegen. Hier ist Ausbuchtung für Sitz, das ist vorne. So, andersrum. So. Und so. Gehen auf die Beifahrerseite. Gibt es beim Trecker eigentlich überhaupt eine Beifahrerseite oder ist die denn, wenn denn, auch rechts? Der Beifahrer sitzt doch mal links. Der Beifahrer sitzt links? Ja, beim Trecker, aber im Auto ist die Beifahrerseite ja rechts. Darf man das überhaupt sagen denn? Beifahrer? Die Beifahrerseite hier ist ja links und beim Auto ist hier rechts. Wie ist es denn? Ich sage immer Beifahrerseite. Fahrtrichtung rechts. Fahrtrichtung rechts. So, da wo deine Beine sind, machen wir ein Teppich hin. Cherie. Jetzt muss man aber hier auch die Schuhe ausziehen. Ach Quatsch. Was meinst du, wenn da heute die ganzen Männer durchgestapft sind? Dann ist das alles wieder unerheblich. Das geht auch nicht. Ja, da muss es unter durch. Geht es so unter durch? Dann müssen wir seitlich. Ja, die Bassbox. Achso, wir hätten da. Oha, das ist ja hier auch noch. Naja, müssen wir gleich vielleicht nochmal ein Loch machen für die Dings. Ich hätte ja das einfach hoch dagegen gelegt und nicht da unter. Aber du willst es da unter haben? Dann sollst du es da unter haben. Wir haben ja hier eine Motorstaubremse. Da müssen wir noch einmal ein Loch machen gleich. Aber wir sehen, wie wir sehen, herrlich. Ich hole mal was. Eieiei. Was ist das eigentlich hier? Oder das? Sag mal! Von dem Geiz leben wir, ne? Staubsauger noch hinterher, dort. Ich pull das mal schnell weg. Ja, machen wir noch mit sauber, aber dann? Das gute Topkraft Rohr-Dingens-System. Schön. Wessen Schuhe waren das eigentlich? Das waren meine Schuhe. Achso, und dann? Aber das ist nur Staub. Das ist eben, wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten von Matten. Du kannst natürlich auch eine Gummimatte da reinlegen. Das haben wir beim Neuner. Ich persönlich muss aber für mich feststellen, ich finde diese Gummimatte immer sehr kühl. Gibt auch welche, die Sommer- und Winterbetrieb fahren, dann Sonnematte oder Sonnematte. Ich finde die immer sehr kühl. Und wir fahren viel Sommerbetrieb, da ist natürlich nicht sehr kühl, aber irgendwie finde ich finde ich die irgendwie immer schöner. Die sieht immer ein bisschen dreckig aus, gar keine Frage. Guck, jetzt ist schon wieder weg, es war nur ein bisschen Hallenstaub. Aber ich mag es einfach lieber. Ist einfach so. So, jetzt sind wir fertig. Träger rein. Oh, ein Bier aufmachen. Sehr schön, Schogi, sehr gut. Tracker. So, haben wir auch. Guck mal, schön, die Tür geht nicht mehr von alleine zu, herrlich. Nee, das ist schon besser. Bevor da irgendeiner sich zwischenklemmt, ist das ja alles nicht so dolle. Ne? So, nun müssen wir mal gucken. So sieht sowas halt aus. Und wenn wir damit fertig sind, gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ne? Also, von daher, ich bin erstmal sehr zufrieden.
Nochmal schnell umgestellt, so sieht's schöner aus. Und die Schuhe dabei nicht ausgezogen. Aber so kommt da viel mehr zur Geltung, Schatz. Ja, ist so, wenn man jetzt so guckt, ja. Ist schon schön. Und wenn er dann nachher so richtig schön ist, ist er auch schön. Schön. Sehr schön. Ich muss noch Hütchen holen. Ich habe hier schon, nicht, dass hier einer ins Loch fällt. Schön. Und am besten finde ich den Scheibenwischer, der noch so runterhängt. Einfach, weil es noch so ist. Weil da auch noch keiner bei war. Ne? Das ist doch geil. Das ist ein schönes Andenken. Werden wir nie vergessen. Nee. So, wir haben alles überstanden. Wir sehen, die letzten Reste sind noch, aber alles gut, ne? Die Spülmaschine ist voll. Und wir packen noch so ein bisschen die Geschenke aus. Das machen wir aber diesmal für uns, ne? Genau, das ist nämlich von unseren Gästen. Da alles, was hier so angetrudelt ist, wieder super nett. So schöne Blumen. Sogar Blumen und ach, es ist immer verrückt. Die Menschen sind einfach immer verrückt. Auf jeden Fall hatten wir eine schöne Feier und vielen, vielen Dank an die Jungs, die da waren und für alles, was ihr mitgebracht habt. Aber das habe ich den Abend natürlich schon erzählt, sprich gestern. Und jetzt, ja, endet an dieser Stelle das Video, ne? Geschenke habt ihr gesehen. Und dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Wir haben doch aber noch ein Geschenk. Haben wir? Ja. Haben wir noch? Ja. Packen wir gleich aus. Ja, haben wir noch. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Was wir haben. Haben wir das letzte Mal schon vergessen auszupacken. Eieiei, haben wir noch ein Paket. Also, wir haben noch ein Paket. Wer möchte im Anschluss, gucken wir uns das noch an. Und ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Gebt noch ein bisschen Liebe ein. Tschüss. Marathon. Uns haben zwei Pakete erreicht. Und hier, die sind, also das sind zwei, die sind an der Wurzel zugange, ne? Das ist jetzt das 900er Universal Rundum Sorglos Paket für so einen Frosch, ne? Karim, passend. Dann, okay, druckloser Rücklauf, Load-Sensing Anschlüsse. Ich glaube, wir haben dann für alle mal vernünftig die Anschlüsse. Ketten für alles, was man so braucht. Hier, wie heißt das denn? Für die Stecker. Zapfhellenschutz, es ist ja unglaublich, ne? Dann Ölbottich, Ölauffangbottich für unseren Frosch, Hydrauliköl-Filter, Getriebeöl-Filter, Filter, gefiltertes. Und er kriegt neue Spiegel. Und dann? Mega geil. Genau, der Oberspecialist, ne? Einmal die dicken Spiegel. Wir haben ja neulich schon mal einen Satz dicke Spiegel und dann können wir jetzt uns überlegen, ob wir entweder den Zylon oder den 600er, je nachdem, wo wir zuerst beikommen, der kriegt dann auch dicke Spiegel, ne? Richtig, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. Die Variante mit der Begrenzungsleuchterinne, ne? Richtig, richtig cool. Mega. Vielen Dank für das mega, mega mega, mega Paket. Also absolut cool. Das ist genau das, was für den Trecker alles so benötigt wird. Ich würde sagen, aufgepasst, 10 von 10, ne? Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Sehr schön. Werden wir schön verbauen, ne? Genau. Und jetzt, mal gucken, wie stark du bist. Das kann auch einiges. Achso, das hatte ich sicherheitshalber nochmal. Ich musste es ein bisschen wegstapeln wegen dem Platz. Der Platz war weg. Wir haben einmal rundum sorglos Paket, jede Menge Steckverbindung, Finder Relais, was war da noch? Achso, dann sind da noch ein paar Deutschstecker drin, ne? Absolut cool. Dann hier eine Packung Stromdiebe. Dann Fett. Zusätzlich noch ein bisschen Schlauchmaterial. Hydraulikanschlüsse. Schleif. Guck mal, wenn wir mal wieder in die Restauration des nächsten Schleppers gehen. Schleif. Ein bisschen was mit Gas. Oh. Und dann
Anschlüsse, Anschlüsse, Anschlüsse und dann. Deswegen ist das ein bisschen schwerer. Stickstoffblasen, ne? Krass. Uns mega, mega cool. Haben wir viele, viele Anwendungen für. Passen sowohl beim Trecker teilweise als auch bei den Ideen, die man noch mit Frontlader hat. Richtig, richtig cool. Stickstoffblasen kannst du nie genug haben. Und da wir ja die Befüllarmatur haben, können wir damit ja auch machen, was wir wollen, in Anführungsstrichen. Ne? Wir können die eben auf die entsprechenden Drücke einstellen und somit mega flexibel verwenden. Ne? Richtig, richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob das teilweise Anschlüsse sind für die Stickverstoffungsblasen. Müsst ihr mal reingucken. Also müsstest du dir das mal angucken, wenn du jetzt eine Blase nimmst. Und da unten ist der Anschluss. Hier? Da müsste man aber, es wird schwer, das rauszuschrauben. Ja, das geht jetzt auf die Schnelle nicht. Aber das sehen wir ja. Aber meistens, das ist alles relativ viel, ist davon genommen. Viele Anschlüsse gibt es da nicht. Richtig, richtig cool. Vielen, tolles vielen Dank. Rundum Sorglos-Paket. Ihr seid echt verrückt für diese Wahnsinnspakete. Total bekloppt. Richtig. Ihr möchtet, dass wir weiterbasteln. Ja, wir werden also ganz, ganz freiwillig weiterbasteln. Richtig cool. Vielen, vielen Dank euch beiden für diese wunderschönen Pakete. Ne? Und damit sind wir am Ende des Videos, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz genau. Ihr braucht nicht mehr, das Paketepacken ist Send. Also wer möchte, kommt nicht mehr. Also, vielen, vielen Dank. Lasst gerne noch ein bisschen Liebe da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.